Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Elden Ring Video ist heute für euch am Start. Seit Patch 1.03 funktionieren Arcana-Waffen nun endlich so, wie sie sollen. Deren Waffenskills skalieren nun korrekt mit Arcan-Energie und dementsprechend ist der Schaden unglaublich. Ihr seht gerade das Katana blutige Ströme, den Speer aus dem letzten Video ist sogar meine neue Lieblingswaffe geworden, benutze ich bei fast allen Endgame-Bossen und funktioniert tadellos. Was ich euch in diesem Video zeigen werde, ist, wie der Build an sich gelevelt werden sollte, ungefähr im Midgame und im Endgame, sowie welche Talismane ihr dafür besorgen solltet, um möglichst effektiv zu sein. Im nächsten Video dann, am Tag darauf, werdet ihr die Top 5 Arcana-Waffen sehen, darunter das Katana und das Henkerschwert, das ich hier gerade bekommen habe. Aber jetzt geht es erstmal um die Werteverteilung. So zwischen Stufe 70 und 80 wollt ihr zumindest 30 Punkte in Kraft investieren, zwischen 12 und 18 Punkte in Geist, etwa 20 bis 25 in Kondition, je nachdem welche Rüstung ihr da verwenden wollt, eher auf der leichten Seite oder eher auf der schweren, und in Stärke und Geschick, je nachdem welche Waffen ihr verwenden möchtet. Wenn ihr alle Arcana-Waffen verwenden wollt, dann müsst ihr zumindest 24 Stärke haben, da der Speer vom letzten Video das erfordert. Ansonsten zum Beispiel nur fürs Katana reicht auch das Minimale in Stärke und dafür dann mehr Punkte in Geschicklichkeit zu investieren. 21 braucht ihr aber hier mindestens. Und dann bei Arcana-Energie wollt ihr zumindest 30 Punkte haben, da viele Waffen sowieso schon mindestens 20 erfordern und das dann ganz gut skaliert, vor allem deren Fähigkeiten. Im Endgame-Bereich zwischen Stufe 100 und 130, wo so das PvP-Optimum liegt, wo ihr die meisten Gegner noch bekommt, wollt ihr 40 Punkte in Kraft investieren, exakt 40, da dann das Soft-Cap erreicht ist. Also ab dann gibt es weniger Vorteile pro weiteren investierten Punkt, habe ich aber auch schon mal in einem eigenen Video ausgeführt, ist jetzt oben rechts für euch bei Interesse verlinkt. Dann wollt ihr bei Geist zwischen 18 und 20 Punkte investieren, je nachdem, wie oft ihr Fähigkeiten davon aktivieren wollt. Bei Kondition so 25 bis 30, je nachdem auch wieder, wie schwer eure Rüstung sein soll. 24 Punkte in Stärke sollte reichen, Geschick 21 und Arcanenergie macht ihr bis zu 50 voll. Ab 50 wäre die erste Grenze erreicht, ab wo euch jeder weiter investierte Punkt nur noch etwas weniger bringt. Aber wenn ihr zum Beispiel schon Stufe 150 erreicht habt, dann könnt ihr hier durchaus bis 80 gehen. Da bringt euch jeder weiter investierte Punkt trotzdem noch mehr als zum Beispiel auf Stärke und Geschicklichkeit. Nicht nur, weil ihr alle Arcanwaffen dadurch verbessert vom Schaden her, sondern eure Fähigkeiten dieser Waffen, die Waffenskills, wie zum Beispiel das blutige Ritual beim Speer, eben durch Arcanenergie leveln und nicht durch Stärke oder Geschicklichkeit. Also falls ihr mit den Fähigkeiten mehr Schaden machen wollt, dann pumpt Arcanenergie weiter. Also sagen wir mal, ihr wollt einen reinen Arcana-Build für PvP haben, was ja ungefähr bei Stufe 120 das Optimum hat. Dann wollt ihr 40 Punkte in Kraft investieren, 21 in Geist, 26 bis 30 in Kondition, 24 Stärke, 21 Geschick und den Rest in Arcana reinpumpen. Es wäre aber durchaus noch denkbar, hier einen Hybrid zu machen, zum Beispiel ein paar Punkte in Glaube zu stecken, weil es das Drachensiegel gibt, das ja ebenfalls mit Arcana und Glaube skaliert. Also da durchaus eine Möglichkeit. So, aber kommen wir jetzt zu dem Rest des Fests. Zunächst einmal wollt ihr die weiße Maske besorgen. Wie ihr die bekommt, habe ich euch ja schon mal in dem eigenen Video gezeigt. Hier nur noch mal ganz kurz, wie ihr dahin kommt, wie gesagt, oben rechts in Infokarte. Aber dafür wollt ihr diesen Invader hier besiegen. Der droppt dann die weiße Maske für euch. Und was die Talismane angeht, dann gibt es hier eine reiche Auswahl. Aber ich denke mal, grundlegend wollt ihr zumindest den Jubel des Blutes. Egal welchen Bleed-Build ihr habt, das ist einer der besten Talismane überhaupt. Denn so wie die weiße Maske um 10%, erhöht dieser Talisman eure Angriffskraft um 20%, wenn ihr den Bluteneffekt in den letzten 20 Sekunden ausgelöst habt. Und eben für 20 Sekunden hält dieser 20%ige Schadensbonus dann an. Also unglaublich stark. Wie ihr den bekommt, zeige ich euch ebenfalls, ist allerdings etwas komplizierter. Ihr müsst dafür nach Lyndell gehen, in die Hauptstadt also, und dafür in die Kanalisation gelangen. Die ist ziemlich versteckt, ist quasi ein komplettes Untergrundsystem unter der Stadt. Und damit das auch wirklich jeder von euch findet, zeige ich euch den Weg vom Straßenbalkon aus. Von diesem Ort der Gnade wollt ihr einfach hinunter an den Bogenschützen vorbei, hier auf die Häuserdächer springen und rechts dann hinunter. Und hier gleich ist dann auch schon der Brunnen, wo ihr in die Kanalisation gelangt. Bei der Kanalisation ist der Weg erstmal relativ straightforward, deswegen machen wir hier vom nächsten Ort der Gnade weiter. Von hier aus wollt ihr links rein, wundert euch nicht, dass bei euch wahrscheinlich die Tür noch nicht offen ist.
und hier an den Rohren langsam aber sicher hinuntergelangen. Wenn ihr euch ein wenig beeilt, könnt ihr an den ganzen herunterfallenden und plötzlich auftauchenden Wichten einfach vorbeilaufen, aber ich schätze mal, das erste Mal werdet ihr ein wenig vorsichtiger sein. An diesen zwei Rohren wollt ihr hinunter in diesen kleinen Sumpf. Und hier werden ein paar Hummer auftauchen, also Vorsicht, ihr wollt dann hier rechts in das Loch der Wand rein. Und hier sind dann die Katakomben. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Das ist ein besonderer Dungeon, den ich euch nicht vorwegnehmen möchte, denn er hat einen Kniff bei sich. Ich sag mal, lauft einfach weiter im Kreis. Jedenfalls bekommt ihr dann den Talisman vom Boss, der ein echt mieser Brocken sein kann, aber es lohnt sich. Als nächsten Talisman habe ich die Scherbe von Alexander, die die Angriffskraft von Talenten um sage und schreibe 15% erhöht. Das heißt, natürlich von den Waffenskills. Das heißt, auch wieder unglaublich gut für die ganzen Arcana-Builds, die eben wie blutige Ströme oder der Speer auf eben diese Fähigkeiten setzen. Dafür wollt ihr seine Questreihe komplett abschließen. Ihr könnt die ersten paar Steps überspringen, ihn aber auf jeden Fall wieder vor und nach dem Kampf mit General Radahn wiederfinden. Ich glaube, davor ist auch nicht unbedingt wichtig, aber danach auf jeden Fall. Und ja, wo das ist, ich denke mal, das wissen die meisten von euch, in Caelid, der große Bosskampf ganz im Südosten. Danach trefft ihr ihn wieder im Osten von Leonia, ziemlich in der Mitte davon. Und er wird erneut feststecken, so wie beim ersten Mal, wie ihr ihn auch schon in Limgrave antreffen konntet. Nur, dass ihr ihn diesmal nicht nur raushauen müsst, sondern etwas glitschiger macht, damit er da auch rausflutschen kann. Dafür verwendet ihr am besten einen Öltopf, also einfach herstellen und auf ihn draufwerfen. Danach könnt ihr ihn da rausschlagen. Und dann trefft ihr ihn wieder im Nordwesten der Karte, hier im Lavagebiet. Dafür vom Altus-Plateau aus diesen Weg hier entlang bis zum Magma- oder Lavafeld. Ich verwechsel das immer. Und hier trefft ihr ihn dann, könnt ihr in Sicherheit stehen und von hier aus mit ihm reden. Und zu guter Letzt trefft ihr ihn im finalen Kapitel des Spiels in Farum-Azula nämlich. Wenn ihr das nicht gespoilert haben möchtet, dann könnt ihr gerne ein bisschen was überspringen. Aber ich zeige euch hier keine Bosskämpfe, sondern nur, wie ihr zu ihm gelangt. Vom Drachentempel wollt ihr dann hier hinunter einen Steinschwertschlüssel benutzen, um diesen Aufzug freizuschalten und den Drachentempel-Aufzug als weiteres Lagerfeuer. Von hier aus zeige ich euch den Weg. Ihr müsst nämlich hier ein bisschen rumspringen, um zu ihm zu gelangen. Und ja, ich will nicht spoilern, was dann mit ihm passiert. Ich zeige euch nur, wo er ist, aber als Belohnung bekommt ihr dann, wie gesagt, die Scherbe von Alexander. Alternativ dazu könnt ihr aber auch irgendwann davor ihn schon töten und bekommt dafür eine kleinere Scherbe als Talisman, die den Fähigkeitsschaden um 10 statt um 15% erhöht, aber immer noch eine gute Wahl, falls ihr nicht zu lange warten wollt, einfach davor schon töten. Hier ein kleiner Vergleich, 614 Schaden mache ich mit den ersten zwei Schlägen von den blutigen Strömen, der Fähigkeit natürlich, und 750 mache ich mit der Scherbe von Alexander, also es macht sich super schnell schon bemerkbar, einer der besten Talismane für ebenso ein Arcana-Bild, wenn ihr auf die Fähigkeiten anstatt auf die Waffe an sich setzen wollt. Die nächsten zwei Wahlen bei den Talismanen sind etwas optionaler. Ich habe hier das karianische Filigranwappen gewählt, das die FP-Kosten um 25% reduziert für Fähigkeiten. Alternativ ist auch der Ritual-Schwert-Talisman oder die geflügelte Schwertinsigne für so ein Bild aber ziemlich gut geeignet, um entweder am Anfang ein bisschen mehr Schaden zu machen oder für aufeinanderfolgende Angriffe. Ich zeige euch hier aber, wie man das karianische Filigranwappen bekommt, weil das meine Wahl ist und eines der ersten Talismane überhaupt, den ihr im Spiel bekommen könnt, könnt ihr ganz am Anfang schon einfädeln. In den Ruinen im Nebelwald im Osten von Limgrave hört ihr ja so ein Jaulen. Mit dieser Information geht ihr zu Carley in der Kirche von LA und bekommt von ihm dafür das Fingerschnipsen-Emote, mit dem ihr Blythe da runterholen könnt und mit dem Wolfsmenschen dann reden könnt. Ihr werdet erfahren, dass er auf der Suche ist nach einem Bluthund Darrowill und der ist ebenfalls im Süden von Limgrave, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen und bekämpft haben. Von ihm bekommt ihr nicht nur das Bluthundschwert, sondern wenn ihr entweder Blythe dazu ruft, einen viel, viel leichteren Kampf oder falls ihr ihn schon besiegt habt, wird Blythe da oben sein und euch die Info geben, dass, hey, wenn ihr mal mit Iji sprecht, einem weiteren Schmied, den ich euch gleich zeige. Und wenn ihr ihm dann erzählt, dass Blythe euch geschickt hat, wird er das karianische Filigranwappen zum Verkauf für 5000 Runen anbieten. Dafür wollt ihr nach Leonia, also entweder durch die Burg durch oder daran vorbei, habe ich ja schon oft genug gezeigt. Und dann hier ungefähr bei diesem Anwesen wollt ihr eine unsichtbare Wand durchschlagen und dann hier bei Iji könnt ihr nicht nur dunkel Schmiedesteine kaufen, sondern eben dann mit der Info auch das karianische Filigranwappen, das gerade für den Speer und dessen Bild unglaublich gut geeignet ist, weil dann könnt ihr die Fähigkeit öfter einsetzen, bevor ihr den weiteren Mana-Trank trinken müsst. Und im vierten Slot seid ihr dann ebenfalls frei. Ich würde empfehlen, entweder Radagons oder Marikas Wundsiegel zu verwenden, je nachdem, wo ihr mehr Attributspunkte noch benötigt, um gewisse Waffen zu führen oder wo ihr einfach noch einen kleinen Schadensboost rausnehmen könnt oder zum Beispiel um schwere Rüstung zu tragen.
Wie ihr Radagons Wundsiegel bekommt, wo das genau ist, habe ich ja schon mal gezeigt. Deswegen hier nur im Schnelldurchlauf bei Fort Ferrith drüben in Caelid. Ich verlinke euch aber auch hier oben rechts in der Infokarte das Video, wo ich das nochmal genau präsentiere. Aber die meisten kennen von euch wahrscheinlich diesen Talisman schon. Alternativ dazu gibt es weitere zwei gute Talismane, wenn ihr die Quest von Millicent bis zum Ende bringt. Da bin ich aber tatsächlich selber noch gar nicht. Das ist ja im versteckten Schneegebiet da nochmal. Aber dazu dann vielleicht nochmal ein eigenes Video, wenn der Bild perfektioniert wurde. Aber wie gesagt, von ihr bekommt ihr ebenfalls zwei Talismane, die ziemlich gut geeignet wären für diesen Bild. Und damit wisst ihr im Prinzip schon alles, was ihr für den Bild braucht. Wie ihr die Level verteilt, habe ich euch ja schon gezeigt. Ansonsten gilt es nur noch, die weiße Maske zu besorgen, die Talismane und gerade das Karianische Vilgran-Wappen und auch Radagons Wundsiegel sind zwei, die ihr super easy und schnell bekommen könnt, gerade auch am Anfang schon, wenn ihr gerade erst den Speer besorgt habt und noch zum Beispiel Level 30 oder 40 seid, dann braucht ihr wahrscheinlich noch ein paar, um den Speer richtig führen zu können. Aber so ab Midgame 60, 70 würde dieser Bild dann schon ziemlich gut funktionieren. Und ab 100, wenn ihr schon die anderen Talismane habt, dann wirkt der wirklich wahre Wunder. Egal ob der Speer oder blutige Ströme oder sogar noch ganz andere Waffen. Meine Top 5 der besten Arcana-Waffen gibt es dann morgen im nächsten Video von mir präsentiert. Aber das war es erstmal zum Bild. Jetzt wisst ihr, wie das levelt, wie ihr die grundsätzlichen Talismane verteilen müsst, was da am besten geeignet ist. Und damit wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Zerfetzen. Das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Badududum. United Potatoes. Badududum. United Potatoes. Badududum.